Wer alles über Andy Warhol wissen will, braucht nur die Oberfläche anzusehen, die meiner Bilder und Filme und von mir. Und das bin ich. Da ist nichts dahinter. Sein Ruhm dauert schon deutlich länger als 15 Minuten und doch ist er eine Sphinx geblieben. Andy Warhol, Selfmade-Star, Pop-Art-Genius, Wunderling. Von diesem Nichts dahinter, vom Menschen hinter dem Mythos, erzählt Andy a Factual Fairy Tale. Natürlich mit angemessen kunstvollen Oberflächen. Das sachliche Märchen geht so. Andrew Warhol beginnt seine Karriere recht unglamourös als Einwandererkind in Pittsburgh, Pennsylvania und in Schwarz-Weiß. Farbe dringt in diese triste Welt nur, wenn Andys Mutter Vampirgeschichten erzählt. Die ist aber nicht lustig, Mama. Nicht alle Geschichten seien lustig. Oder Andy sich in die Welt seiner Cartoon-Helden träumt. Comics sind Warhols Eintrittskarte in die Welt der Kunst. Los, Junge. Das ist der Weg zum Ruhm. Aber da ist nichts, nur ich. Im Städelmuseum Frankfurt treffen wir Andys Schöpfer, den niederländischen Comic-Künstler Tübex. Unter Kennern ist sein Facettenreichtum legendär. 5 Jahre hat er an seinem Meisterwerk gezeichnet. 5 Jahre im gleichen Stil zu arbeiten, ist für mich die Hölle auf Erden. Ich habe mich jedes Mal darauf gefreut, ein neues Kapitel anzufangen. Warhols Werk und Tübex Beitrag. Mit jeder Phase in Andys Leben ändert sich der zeichnerische Stil. Und Tübex beherrscht sie alle. Ein wilder Tanz durch 6 Jahrzehnte Popkultur. Den Soundtrack liefern die Stones, The Velvet Underground und natürlich das legendäre Studio 54. Zunächst dachte ich, das könnte die Leser überfordern, jedes Mal mit einem anderen Stil konfrontiert zu werden. Aber möglicherweise ist das auch ein Vorteil, in die Atmosphäre jederzeit einzutauchen. 120 Kleindarsteller und seitenweise Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Nur spaßig ist das alles nicht. In der Factory lichten sich die Reihen. Der Wahnsinn tanzt Ballett. Und mittendrin ein scheuer Star, der wie ein trauriger Vampir vom Leben anderer zehrt. Nicht alle Geschichten seien lustig. Die Feministin Valerie Solanas tippt ein Manifest und meint es blutig ernst. Warhol überlebt das Attentat nur knapp. Danach beginnt der künstlerische Ausverkauf. Da ist nichts dahinter, sagte Warhol einmal. Hatte er womöglich recht? Er konnte ein sehr trivialer Typ sein. Wenn man sein Tagebuch liest, kommt man ihm wohl am nächsten. Es besteht nur aus Klatsch und Gejammer. 1200 Seiten. Ich liebe es. Warhol stirbt 1987. Und es endet, wie alles begann. Trist und schwarz-weiß. Fast. Am Schluss ist Andy selbst ein Comicheld geworden.